Mahlzeit, Freunde. In diesem Video zeige ich euch die Aszendenten-Challenge der Woche 2, und zwar den Standort, was dort zu tun ist, die versteckten besessenen Eier und natürlich das Lore-Item, die Knochen von den Ahamkaras, also alles, was man in dieser Aszendenten-Challenge machen kann. Und zwar als erstes natürlich hier bei Mara Sov erstmal den Beutezug abholen, denn der gibt uns den mächtigen Loot. Als nächstes sollten wir die Laubtinktur der Königin trinken, die ermöglicht uns dieses Portal der Aszendenten Challenge überhaupt zu sehen, damit wir dorthin durchbringen können. Nachdem wir das dann getrunken haben, fahren wir hier von Petra los, und zwar in den Garten. Wie gesagt, das ist eigentlich hier eine Wiederholung. Dann könnt mir gerne in die Kommentare euer Feedback schreiben, ob ihr weiterhin solche Videos von mir haben wollt für die anderen ganzen Wochen nochmal. Oder sagt ihr, naja, nee, Digga, eigentlich wissen wir alles, brauchst du nicht machen. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Ansonsten legen wir jetzt los. Gut, wenn wir dann hier am Portal angekommen sind, springen wir zügig hindurch und kommen dann in der Aszendenten-Challenge an. Die Aszendenten-Challenge ist folgendermaßen aufgebaut. In der Mitte gibt es so ein leuchtendes Rift, nenne ich das Ganze mal. Und drumherum in dieser düsteren Welt gibt es drei Lichtkugeln, drei Lichtpartikel, die wir einsammeln müssen und zu diesem Lichtriff bringen müssen. Wenn ihr zu dritt seid, kann sich jeder einen schnappen. Wenn ihr solo seid, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr da nicht runterfallt. Wenn ihr runterfallt, müsst ihr halt sofort wieder von Anfang anfangen. Ihr sammelt dann diese drei Partikel ein, bringt sie zurück zur Mitte. Aufpassen, dass die Phalanx euch da nicht allzu stark wegkicken. Ansonsten ist das eigentlich beim Tragen der Partikel in die Mitte nichts weiter zu beachten. Nachdem ihr alle drei reingetragen habt, geht es nun darum, die drei großen dunklen Ritter zu töten. Und das kann man auf zwei Wegen machen. Entweder ihr wollt Action und lauft immer wieder durch die Mitte durch, denn dann füllt sich eure Super sofort wieder auf und ihr könnt dann mit einem Smash oder mit eurer Super, wie auch immer welche ihr drin habt, die Ritter immer wieder angreifen. Oder ihr macht das auf ganz entspannt, vor allem wenn ihr vom Powerlevel nicht so hoch seid, und klettert dann hier auf so einen Baum hoch, und von hier könnt ihr zum Beispiel mit der Spindel, die ja unendlich viel Schuss hat, die Ritter einen nach dem anderen wegsnipen. Ansonsten natürlich gerne auch mit anderen Waffen, dann müsst ihr aber vielleicht zwischendurch mal absteigen, ein paar kleine Gegner töten, damit ihr halt wieder Munition bekommt. Nachdem wir dann die Challenge abgeschlossen haben, können wir den Loot in der Mitte sammeln. Ganz easy, ganz entspannt. Und jetzt kommen wir zu der Lore und zu den besessenen Eiern. In dieser Aszendenten-Challenge gibt es leider nur zwei besessenen Eier, und um diese zu finden und mit dem Wunschenderbogen abzuschießen, falls ihr den Wunschenderbogen noch nicht habt, ich zeige euch hier in diesem Video, wie das funktioniert. Das ist dann am Ende des Videos hier verlinkt. Keine Sorge, aber diese Woche kann man den Bogen eh nicht bekommen. Egal, kommen wir zu den Eiern, und zwar schauen wir hier auf das Portal und laufen jetzt genauso wie ich laufe. Anders zu beschreiben geht das hier nicht. Hier gibt es keine Karte und hier sieht auch alles gleich aus. Probiert einfach dieselbe Startposition zu finden und dann hier lang zu laufen. Wenn wir dann dort angekommen sind, schauen wir einfach mal kurz nach unten und können eigentlich auf einen Blick beide Eier sehen. Die, wie gesagt, mit dem Wunschenderbogen abschießen. Jedenfalls diese zwei Eier gibt es hier, und nachdem ihr sie abgeschossen habt, kommen wir zurück zu unserem Kontrollpunkt, und zwar da, wo die Kiste steht, wo das Rift steht und wo das Portal zum Ausgang steht. Von hier lauft ihr dann Richtung Hügel. Ich nenne das Ganze Hügel, denn dort geht es steil nach oben. Hier sind auch solche Blümchen überall angepflanzt. Ihr rennt aber nicht den Berg komplett nach oben, sondern biegt so schräg links ab. Ihr seht es ja im Video, wie ich da gerade laufe. Und ich würde sagen, das Video erklärt mehr als meine Worte. Ihr könnt dann ja euch das hier einfach anschauen. Dann am Ende hier nochmal kurz runterspringen und schon haben wir die Lore. So, liebe Freunde, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr zu Destiny 2 sehen wollt, informative Videos, News und alles drum und dran, abonniert auf jeden Fall den Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal auf Venero TV.